Слава Господу, дорогие братья и сестры. Praise sei dem Herrn, liebe Brüder und Schwestern. Я так рад видеть вас всех. Ich bin so froh, euch alle sehen zu können. За эти две недели, что нас не было с братом Виктором, мы очень сильно по вас соскучились. Für diese zwei Wochen, wo wir mit Bruder Viktor weg waren, habe ich sehr starke Sehnsucht nach euch bekommen. Я скажу, как справедлива та пословица. Und ich möchte sagen, wie gerechtfertigt ist dieses Sprichwort. В гостях хорошо, а дома лучше. Bei Besuch zu sein ist gut, aber zu Hause zu sein ist noch besser. Я хотел бы передать всем вам. Und ich möchte euch allen übergeben. Сердечный христианский привет из всех церквей, которые мы посещали в Америке. Einen herzlichen Gruß aus allen Gemeinden, die wir besucht hatten in Amerika. Мы были во многих церквях штата Вашингтона. Und wir waren in vielen Gemeinden in dem Staat Washington. Брат Виктор даже до штата Орегон доехал, Портленд. Bruder Viktor hat es sogar bis zum Staat Oregon, Portland geschafft. Нас разделили, мы ездили, бывало даже, что в один день две и три церкви посещали. Und man hat uns geteilt gehabt und es kam vor, dass wir an einem Tag bis zu zwei oder drei Gemeindeversammlungen besucht haben. Хочу воспользоваться моментом и поблагодарить также с этого места всех наших гостеприимцев. Und ich möchte den Moment nutzen und von diesem Ort aus auch all denjenigen zu danken, die uns aufgenommen haben. Там в Америке, которые нас так радушно приняли. Dort in Amerika, die uns so herzlich aufgenommen haben. И, конечно же, вас, братья и сестры, которые молились за нас. Und genauso auch euch, Brüder und Schwestern, die für uns gebetet hatten. Да благословит вас Господь. Der Herr segne euch. Братья и сестры, я хотел бы поделиться коротким словом. Brüder und Schwestern, ich möchte ein kurzes Wort teilen. Времени остается уже немного. Die Zeit ist nicht mehr viel geblieben. Я бы хотел это слово назвать. Ich möchte dieses Wort so nennen. Как вернуть первую любовь? Wie kann man die erste Liebe wieder zurückbringen? Ведь это нечто драгоценное, правильно? Weil das ist ja etwas sehr kostbares. Я думаю, каждый из нас помнит тот момент, когда мы обратились к Господу. Und ich denke, jeder von uns kann sich an den Augenblick erinnern, wo sich bekehrt hat zu dem Herrn. Когда Бог явил нам прощение. Wo Gott uns die Vergebung gegeben hat. Мы почувствовали, как спало с нас бремя греха. Und wir verspürten, wie von uns die Last der Sünde gefallen ist. Мы чувствовали его любовь и радовались. Und wir haben seine Liebe gespürt und haben uns gefreut. Но бывает так в жизни христианина. Aber es kommt so vor in dem Leben eines Christen, что эта любовь иногда бывает не так уже ощутима. Dass diese Liebe nicht mehr so spürbar ist. Я благодарен Господу за каждого верующего человека. Und ich bin dankbar dem Herrn für einen jeden gläubigen Menschen, который этот факел любви пронес горящим от начала до конца, der diese Fackel der Liebe von Anfang bis zum Ende transportiert hat. Но бывает иногда, люди жалуются на то, что есть недостаток любви. Aber es kommt vor, dass die Menschen sich beschweren, dass es einen Mangel gibt an Liebe. Вот этих настоящих, вот этих вот первых чувств, которые мы имели когда-то Господу, они бывает иногда пропадают. Diese anfänglichen, diese ehrlichen oder echten Gefühle, die wir hatten, die kommt vor, dass sie verloren gehen. С 9 главы Евангелия от Иоанна я хотел бы вспомнить нам об одном человеке. Und aus dem 9. Kapitel des Johannes-Evangelium möchte ich uns an einen Menschen erinnern. Здесь был человек, который от чрева матери был слепой. Hier war ein, ist ein Mensch, der von Geburt an blind war. И этому человеку посвящена вся 9 глава Евангелия от Иоанна. Und diesem Menschen ist das komplette 9. Kapitel des Johannes-Evangeliums gewidmet. И она не короткая, 41 стих. Und diese ist nicht kurz, das sind 41 Verse. Почему так? Warum ist das so? Знаете, братья и сестры, здесь есть некая особенность. Wisst ihr, Brüder und Schwestern, hier gibt es eine bestimmte Besonderheit. Многие люди, которых исцелял Господь, viele Menschen, die der Herr geheilt hat, они уходились, радуясь, и мы о них больше ничего не слышим. Sie sind weggegangen, haben sich gefreut und wir haben über diese nichts mehr gehört. Но здесь вот об этом слепце мы читаем, aber von diesem Blinden lesen wir, что после того, как он вернулся от этой купальни Силоам зрячий, dass er, nachdem er von dem Teich Siloa
gekommen ist und er war sehend, он сразу попадает в такое, ну, в своего рода гонение. Und dann kommt er gleich in so eine Art von Verfolgung hinein, Repressionen. Кто-то начинает сомневаться в его исцелении, якобы, чтобы он просто похож на него, это даже не тот человек. Und jemand fängt an zu zweifeln an dieser Heilung, die er erlebt hat, und sie sagen, nein, er sieht diesem einem nur ähnlich aus. Тут уже книжники, фарисеи, Синедрион вызывают его на дискуссию. Und hier sind schon die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie rufen ihn zu einer Diskussion. Он им свидетельствует о том, что это он, но они не верят. Und er bezeugt ihnen, dass das er das ist, aber sie glauben ihm nicht. Вызывают родители. Sie rufen die Eltern. И мы видим, что родители перед страхом от иудеев, что иудеи могут отлучить их от синагоги, они даже начали как-то скромничать. Und wir sehen, dass die Eltern Furcht hatten, dass sie ausgeschlossen werden aus der Synagoge, dass sie angefangen haben, irgendwo sogar zurückzuweichen. Они говорят, ну вот он сам вроде бы уже взрослый, вы его спросите, пусть он сам о себе скажет. Und sie sagen, ja, ist ja schon volljährig, soll selber über sich sagen. И кажется, этому человеку можно было бы тоже сказать, да лучше замолчать. Und man erscheint so, man könnte diesen Menschen auch sagen, schweig lieber. Но нет. Nein. Вы знаете, он пережил что-то с Господом. Er hat etwas mit dem Herrn erlebt. И понимал, что он ему обязан. Und er hat verstanden, dass er ihm verpflichtet ist. И здесь он смело говорит с этими на то время важными в религиозной сфере людьми. Und hier redet er auf einmal sehr mutig mit den Menschen, die damals einen hohen Posten in der religiösen Sphäre hatten. И я прочитаю из этой 9 главы, из 33 стиха. Und ich lese aus diesem 9. Kapitel, Vers 33. Если бы он не был бы от Бога, не мог бы творить ничего. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren, und sie stießen ihn hinaus. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn fand, sprach zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы не веровать в Него? Und er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Иисус сказал ему, и видел ты его, и он говорит с тобою. Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Он же сказал, верую, Господи, и поклонился ему. Aber sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Дорогие братья и сестры, здесь что-то особенное происходит. Liebe Brüder und Schwestern, hier geschieht etwas Besonderes. Здесь Господь сам находит человека. Hier findet der Herr selber einen Menschen. И на это есть причины. Und dafür gibt es einen Grund. Вы знаете, здесь же в Евангелии от Иоанна в 14 главе. Und wisst ihr, hier in dem Johannes-Evangelium, Kapitel 14. С 21 стиха написано следующее. Steht im Vers 21 wie folgt. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. И 23 стих, Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Und Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Дорогие братья и сестры, кто из нас любит Господа? Liebe Brüder und Schwestern, wer von uns liebt den Herrn? Я думаю, наверное, все мы поднимем руками. Und ich denke, wir alle werden die Hände heben. Amen. Я думаю, все здесь сидящие думают, ну будет глупо, даже если я не подниму сейчас руку, и пред Богом, и люди что скажут. Und ich denke, viele von uns werden denken, es wird doch töricht sein, jetzt nicht die Hand zu strecken vor Gott und den Menschen.
В таком вопросе охота две руки поднять, правильно? Und in so einer Frage möchte man beide Hände strecken. Но как можно не любить Господа? Wie kann man denn den Herrn nicht lieben? Но здесь интересно написано, Господь говорит, кто любит меня, тот соблюдает заповеди мои. Aber hier ist interessant geschrieben, der Herr sagt, wer mich liebt, der befolgt meine Gebote. Все очень просто. Alles ist ganz einfach. Дорогие братья и сестры, я думаю, мы каждый можем испытать наше сердце сегодня. Liebe Brüder und Schwestern, ich denke, wir alle können heute unsere Herzen prüfen. На основании собственного аттестата, который мы себе можем сегодня выписать. Und auf der Grundlage des persönlichen Attestes, das wir uns heute geben. В Писании написано, никто не знает человека, кроме духа человеческого, живущего в нем. Und die Bibel sagt, niemand kennt den Menschen, außer der Geist, der in dem Menschen wohnt. Я думаю, если мы будем честными, Und ich denke, wenn wir ehrlich sein werden, то наши руки некоторые, наверное, дрожащими будут подниматься. Dann werden sich wahrscheinlich einige Hände zitternd erheben. Господи, а правда ли это так? Und dann, Herr, ist es denn wahr so? Господи, ведь ты есть испытывающий сердца. Herr, denn du bist doch der, der die Herzen erforscht. Действительно ли можешь ты, Господи, тоже подтвердить мой анализ о моем сердце, что я тебя люблю? Und Herr, kannst du denn bestätigen meine Attest, dass ich dich liebe? Вот этот человек здесь на себя что-то принял. Und dieser Mensch, er hat hier etwas auf sich aufgenommen. Он не запереживал, что его отлучат от синагоги, его выгнали оттуда. Und er hatte keine Sorgen gehabt, dass man ihn ausstoßen wird aus der Synagoge, sondern man hat ihn von dort weggejagt. Но в том, что он проявил свою любовь к Богу, Und er hat seine Liebe dem Herrn gezeigt, которая заключалась в верности, die beinhaltet war in der Treue. Мы видим, Иисус взял время, Und wir sehen, Jesus nahm sich die Zeit, пошел, нашел его, Und ist gegangen und hat ihn gefunden. И этот человек имел настоящую встречу с Господом. Und dieser Mensch, er hatte eine wahre Begegnung mit dem Herrn gehabt. Братья и сестры, мы с братом Виктором, когда летели в самолете еще в Америку, Und Brüder und Schwestern, als wir mit Bruder Victor noch geflogen sind im Flugzeug nach Amerika, был длинный полет, там примерно 11 часов в одну сторону. Und wir hatten einen langen Flug, das waren ungefähr 11 Stunden Flugzeit. И мы сидели рядышком, и было о чем поговорить. Und wir saßen nebeneinander und hatten etwas, worüber wir sprechen konnten. И у нас была тема, значит, о Давиде и Сауле. Und wir hatten das Thema über David und Saul. Мы знаем, что Давид тяжко согрешил пред Господом. Wir wissen, dass David sehr schwer gesündigt hatte vor dem Herrn. Если в детально рассмотреть, что там случилось, но это действительно было тяжелое преступление. Und wenn man das detailliert betrachtet, was da geschehen ist, dann war das in der Tat eine sehr schwerwiegende Übertretung. Но однако же Бог не отверг Давида. Aber Gott hat den trotzdem den David nicht von sich gestoßen. Нет, даже в последующие века Господь сравнивает всех царей последующих с Давидом, как Давид или не как Давид. Und sogar die darauf folgenden Jahrhunderte vergleicht der Herr die Könige, ob wie sie wie David sind oder nicht. Если сравнить, что натворил Саул, Und wenn man vergleicht, was der Saul angestellt hatte, то по-человечески можно было бы сказать, но здесь не так сильно страшно, как было у Давида. Und hier könnte man menschlich sagen, hier war das nicht so schrecklich, wie das bei David war. Однако же он был отвергнут от лица Господа. Aber dennoch wurde er verstoßen von dem Angesicht des Herrn. В чем является причина? Worin ist der Grund? Чему нас это может научить? Вот, was kann uns das lehren? Знаете, как-то, когда уже высказал строгий суд, значит, Самуил Саулу, Und als der Samuel den Saul schon dann das harte Urteil ausgesprochen hatte, он сказал Самуилу такие слова. Dann sprach zu Samuel solche Worte. Помолись обо мне Богу твоему. Bete für mich zu deinem Gott. А Давид, Aber David, сказал, что согрешил я пред Господом моим. Er sagte, ich habe gesündigt vor meinem Herrn. Обратите внимание, братья и сестры, здесь были отношения. Und achtet mal darauf, Brüder und Schwestern, hier gab es eine Beziehung. У Давида была некая предыстория отношений с Господом, которой Саулу не хватало. Und David hatte eine gewisse Vorgeschichte mit der Beziehung mit dem Herrn,
das bei Saul gemangelt hatte. Кроме этого тяжкого преступления у Давида были жизненные факты. Und außer dieser schrecklichen Übertretung gab es bei David im Leben Fakten, которыми он позитивно удивлял Господа. Mit denen er sehr positiv verwundert hatte den Herrn. Он радовал небеса своим поведением. Er hatte den Himmel erfreut mit seinem Benehmen. Это было то, чего не было у Саула. Das war das, was Saul nicht hatte. Братья и сестры, цель моего слова, которое сегодня я хочу говорить, und, Brüder und Schwestern, das Ziel meines Wortes, das ich heute reden möchte, это то, чтобы мы подумали, каковы наши отношения к Господу. Das ist das, damit wir darüber nachdenken, was für eine Beziehung habe ich zu dem Herrn. Как мы справляемся с ситуациями, которые попускает нам Господь. Und wie kommen wir zurecht mit den Situationen, die der Herr gestattet, dass sie in unserem Leben sind. Может быть, у нас какие-то трудности на работе, в школе. Vielleicht haben wir gewisse Schwierigkeiten auf der Arbeit, in der Schule. Каково наше свидетельство о Господе? Wie ist unser Zeugnis von dem Herrn? А может быть, что-то в жизни нашей будет зависеть от того, если мы возьмем и признаем власть Господа в нашей жизни. Und vielleicht wird es in unserem Leben auch davon abhängig sein, wenn wir nehmen die Macht von dem Herrn, что мы можем потерять работу или еще что-то. Dass wir die Arbeit verlieren können oder sonst noch etwas. А может быть, это просто в семье какие-то события, которые, ну, противоречат тому, что Бог со мной. Vielleicht sind es auch in der Familie gewisse Ereignisse, wo dem widersprechen, dass der Herr mit mir ist. И я в этих обстоятельствах являю верность Богу. Und ich bin dann in diesen Situationen treu dem Herrn. Не перестаю доверять ему. Und höre nicht auf, ihm zu vertrauen. Перед молитвой, братья и сестры, я хочу еще прочитать место Священного Писания. Und vor dem Gebet, Brüder und Schwestern, möchte ich noch eine Schriftstelle lesen. Здесь, во второй главе с первого стиха. Und hier aus Kapitel 2 von 1. Vers der Buch Offenbarung. Здесь к Эфесской церкви идет такая самая лучшая характеристика. Und hier geht an die Gemeinde in Ephesus die beste характеристische Beschreibung. И в Писании, в 4 стихе, Господь, обличая эту церковь, говорит такие слова. Und in der Schrift, in Vers 4, tadelt der Herr sie und sagt solche Worte. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Но теперь что делать? Как вернуть эту любовь? Jetzt, was tun? Wie kann man diese Liebe wieder zurückholen? В 5 стихе Господь говорит: «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори дела прежние». Und in Vers 5 sagt der Herr: «Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke». Дорогие братья и сестры, я далек от той мысли, что через дела спасение. Brüder und Schwestern, ich bin sehr weit entfernt von dem Gedanken, dass durch die Werke die Errettung bekommen kann. Наше спасение, оно только по благодати и милости Господа. Unsere Errettung ist nur durch Gnade und Barmherzigkeit des Но Herrn. Но мы живем здесь на земле, правильно? Aber wir leben hier auf Erden. И без того, чтобы Господь время от времени посещал наши души, прикасался к нам. Und unabhängig von dem, dass der Herr von Zeit zu Zeit uns heimgesucht hat und unsere Seelen berührt hat, нам будет тяжело. Uns wird es schwer. Даже чудесами, которые произошли в нашей жизни, когда-то мы живы не будем. Sogar durch die Wunder, die einstmal geschehen sind in unserem Leben, werden wir nicht ewig leben. Каждой верующей душе нужно обязательно, чтобы Господь нас посещал. Jede gläubige Seele, sie braucht das unbedingt, dass der Herr sie heimsucht. А это никак иначе не происходит, как через то, что мы начинаем делать то, что Господу нравится. Und das geschieht nicht anders, als durch das, dass wir das tun, was dem Herrn gefällt. Он говорит здесь. Er sagt hier. Кто возлюбит меня, тот будет возлюблен Отцом моим, и я приду и явлюсь ему сам. Wer mich lieb hat, den wird der Vater lieb haben, und wir werden kommen und uns ihm zeigen. И он же говорит, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Und er sagt, wenn ihr mich liebt, dann befolgt meine Gebote. Братья и сестры, это как в семейных отношениях. Brüder und Schwestern, das ist wie in der Beziehung einer Familie. Когда семья, муж с женой разразняются. Wenn der Mann und die Frau sich trennen, sich auseinanderleben, они могут жить даже под одной крышей. Sie können sogar unter einem Dach leben. Воспитывать одних и тех же детей. Die ein und dieselben Kinder erziehen. Ходить в одну и ту же церковь. In ein und dieselbe Gemeinde gehen. Но не чувствовать счастья в отношениях. Aber sie können nicht spüren die Freude in der Beziehung. Пока кто-то из них не опомнится,
bis jemand von ihnen sich nicht erinnert, и не начнет грести к своему партнеру. Und anfängt zu rudern in die Richtung seines Partners. Не начнет вспоминать, как он когда-то или она приобрели своего партнера. Und dass sie sich dann erinnern, wie sie ihren Partner bekommen haben. Что их отношения были основаны на любви. Dass ihre Beziehung gegründet worden ist auf Liebe. Вспомнить, как они старались угодить друг другу, понравиться друг другу. Sie werden sich daran erinnern, wie sie sich bemüht haben, einander wohlgefällig zu sein, einander zu gefallen. Братья и сестры, так же с нами. Und Brüder und Schwestern, genauso ist es auch mit uns. Давайте вспомним, что мы обещали Господу, когда пришли к Нему. Lasst uns mal uns daran erinnern, was haben wir dem Herrn versprochen, wo wir zu ihm gekommen sind. Как долго мы молились. Wie lange haben wir gebetet. Сколько мы готовы были отдать со своей стороны для Господа. Wie viel waren wir bereit, dem Herrn abzugeben von seiner Seite dem Herrn. И какую радость мы во всем этом испытывали. Und was für eine Freude haben wir in dem allem verspürt. Перед нами молитва, братья и сестры. Vor uns ist das Gebet. Мы будем сейчас молиться. Wir werden jetzt beten, если Дух Святой кого-то побуждает, wenn der Heilige Geist jemand dazu bewegt, возобновить первую любовь, die erste Liebe zu erneuern. Сегодня твой день, дорогой. Heute ist dein Tag, liebe Seele. Сегодня Господь опять подойдет и прикоснется к тебе. Heute wird der Herr wieder kommen und dich berühren. А ты возвратись в отношения с Ним. Und du kehre zurück in die Beziehung mit ihm. Склоним колени, помолимся Господу. Wir beugen die Knie und beten zum Herrn.